Und somit willkommen zurück zu Six Souls. Letztes Mal hatten wir Kapitel 2 abgeschlossen. Neunmal gestorben, 12 Minuten, etwas mehr als 12 Minuten. Haben alles gesammelt. Heute geht es dann weiter mit das Clifford Schloss. 3 Münzen, 2x Speck. Let's go. Wow, puh, das war knapp. Hey, seid vorsichtig, pass auf, wo ihr hintrittet. Jack, du musst auf die andere Seite kommen. Schaffst du das? Ha, na klar. Genau, wir haben ja auch noch die erste Seele befreit. Das war keine gute Idee. Hä, was war das? Wie ist das überhaupt möglich? Ah, es scheint, dass ich meine Kraft nutzen kann, um dir einen Schub zu geben. Oh, das ist unglaublich. Du hast mich gerettet. Könnte dir wahrscheinlich helfen, andere Mitglieder der Clifford-Familie zu finden. Super, dann los. Ah, cool. Auf jeden Fall nice aus. Drücke A, um Seelenschub zu verwenden. Berühre den Boden, um die Seelen wieder herzustellen. Ah, cool. Nice Sache. Puh! Einfach so rüber. Tschuh. Ja, das ist nice. Gefällt mir. Ah, festhalten. Nee, da kam ich jetzt nicht rüber. Zu spät. Man muss springen oder noch A wieder drücken, R festhalten, damit man an der Wand hochklettern kann. Wie jetzt hier hat er sich nicht festgehalten. Hä? Komm ich doch gar nicht hoch? Da, das reicht nicht aus. Oder reicht das aus? Das muss reichen, ne? Ne, kommt da nicht hoch. Reicht nicht aus, komisch. Erste Schwierigkeit jetzt hier. Ich kletter ein bisschen hoch. Springe dann. Und verliere an Energie. Okay, das geht. Ach, wir können auch nach oben springen, wenn wir nach oben drücken. Und was ist, wenn wir... Wir können auch schräg hoch. Ah, okay, nice. Nice to know, ey. Haben die ja einer auch nicht erklärt, ne? Also man kann nur geradeaus, aber es geht auch anders. Okay. Also so schräg können wir auch wegspringen. Nice Sache. Nein, nicht abspringen, sollst du dich festhalten, Mann. Er kann keinen Doppelsprung. Yo. Mein Bauwau darf wieder ran. Der kann Doppelsprung.
Erste Speck, nice. Ah, noch keine Münze, ne? Mach Tür auf! Nein, ich habe einmal benutzt und wenn wir dann in der Luft sind, können wir das nicht nochmal benutzen. Erst wenn wir den Boden berühren. Juhu! Ah, wir standen schon da drauf, Mann. Nein, keine gute Idee, nein, nein. Ah, komm jetzt. Wir hätten nach oben schießen müssen. Okay, ganz interessant hier. Genau, sehr schön. Rutsch wieder. Nein, 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 jetzt müssen wir das voll machen. Oh Mann. Nein, Hilfe. Puh. Das Level ist bestimmt, oder das Kapitel, ne? Bestimmt etwas länger. Das Timing müssen wir abpassen. Ist. Dann können wir direkt hoch. Ich hab mal links gezielt. Oh Mann, was ist das? Ernsthaft. Hab wieder alles von vorne. Richtig nervig. Juhu! Echt einmal nicht sterben, man fängt dann wieder alles von vorne an. Nee. Ah, jetzt geht's kaputt. Ich warte noch einmal, jetzt. Aber wir warten kurz, bis das untere auch wieder da ist. So haben wir jetzt Herze, ja? Aber wenn wir in Stahl gehen, sind wir direkt tot, okay. Och, blöd gemacht. Wenn wir jetzt noch sterben. Mal nochmal, ich riskiere es gerade. Ab nicht. Ja, wir hatten ja keinen Schub mehr. Okay, abgespeichert, sehr schön. Was war jetzt da passiert? Da kam was raus, okay. Ja, wieso hält er sich nicht fest? Nur weil ich die ganze Zeit eher festhalte? Okay, wir dürfen nicht eher die ganze Zeit festhalten, sonst geht's nicht.
Aber was ist das wieder, Mann? Wieso rutschst du runter? Ernsthaft? Jetzt hier einfach Wandsprünge. Da können wir einfach hoch. Ein Schlüssel für euch. Gut. Das ist jetzt nicht so schwierig. Auf jeden Fall fehlt noch ein Speck und zwei Münzen. Nice, passt die hier. Geht er jetzt ab? Ich wollte schon sagen, oh, jetzt ohne tot zu gehen wäre natürlich geil. Ja, der ist runtergerutscht, weil ich wieder die ganze Zeit R festhalte. Manchmal klappt es, dass er sich direkt festhält, manchmal auch nicht. Okay, jetzt rutscht er wieder. Und jetzt? Die Stacheln bleiben hier? Krass ist das denn? Oha! Wenigstens könnte jetzt der Schlüssel gespeichert werden. Das wäre geil. Weich ich kurz weg. Da will ich nicht getroffen werden. Ja, komm, schnell. Ah, hier gibt's das, den zweiten Speck, wie ich es. Ah, wer hat recht? Wir müssen jetzt nur überleben. Gut. Und nichts abgespeichert, ne? Also. Du. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Mann. Fast geschafft und dann verliere ich, weil unkontrollierbar auf A drücke. Ich weiß auch nicht, wie weit er wirklich hier den Schub nehmen kann. Dann würde ich rüberkommen, wenn ich nur auf dieser Plattform stehen bleibe und dann A drücke. Und dann muss ich schon etwas nach rechts springen. Ach, Speck ist gespeichert? Ja, cool. Aber das andere nicht? Der Schlüssel hätte aber auch speichern können.
Ja, wir waren so kurz davor, dass es abspeichert. Nice. Weil ich brauche das Ding. Ich muss jetzt also schräg rüber, oder wie? Boah, krass. Hopp. Komm ich da nicht hoch? Die Fledermaus kann das auch. Wie soll ich da jetzt hoch, Mann? So viele Sachen auf einmal muss man hier bedenken. Was? Was war das jetzt, bitte schön? Ich hab mal oben rechts gemacht, aber okay. Da geht es nur im Sprung. Der kann ja keinen Doppelsprung. Ach, der ist so blöd, ne? Sehr knapp, ey. Ah, ich hab geschlagen, Mann. Zweite Münze, ne? Da ist noch eine Münze fehlt. Dann sind wir auch schon fast durch. Hoch, 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 einfach hoch. Ach, mein Hündchen darf auch noch mal ran. Ja, das ist jetzt hier kein Problem. Aber ich falle genau rein, weil ich nicht gemerkt habe, wo die Plattformen sind. Also dann bin ich mal gespannt, was dann die anderen Seelen noch bewirken könnten für Fähigkeiten. Wenn die erste jetzt schon so krass ist. Aber erstmal hier heute dieses Kapitel abschließen. Ich danke dir. Echt lang, ne? Ich muss da so. Komm ich da hoch? Dann muss ich da wohl. So hoch, okay. Alter. Ab. Das war nicht so gedacht, aber okay. Aber alle Sachen haben wir.
weg. Auch die drei Münzen. Bis ich nur noch ins Ziel komme. Die letzte Hürde. Okay, nice Session. Aber vorher kommt noch ein Boss. Hm. Check, was ist das für ein Ort? Naja, es sieht aus wie eine Art Arena. Hey, ihr. Willkommen in meiner Arena. Ich bin stark arm. Protoss. Ihr habt die Chance, gegen mich zu kämpfen. Ja, tut mir leid, wir haben nur nach einem Ausweg aus diesem Ort gesucht. Ja, denkt ihr, ich lasse euch so einfach gehen? Ihr seid so gut wie tot. Oh, Jack, was sollen wir tun? Butch, klettert in meinen Rucksack. Ich werde versuchen, mit ihm fertig zu werden. No. Hat dein Welpe schon Angst? Jack, wir können es mit ihm aufnehmen. Ich glaube an dich. Na gut, legen wir los. Oh, der Spaß beginnt. Verdammt! Ich weiche erstmal aus. So, jetzt hätte ich ihn angreifen können. Ja, woher soll ich wissen, was er macht, Alter? Okay, sehr interessant. Interessant. Wie soll ich da denn ausweichen? So schön. Okay, nein, ich sag nicht interessant. Boah, nice. Hä, ich weiß, verstehe nicht ganz, aber okay. Kriegen den schon kaputt. Ne, können wir voll vergessen. Da hätten wir sogar zuschlagen können, bis er kaputt ist. Dieses Ding kann ich doch auch gar nicht ausweichen. Werde ich getroffen? Ah, hätte ich springen müssen, scheiße. Ja komm, zieh! Oh yes, sehr schön. Oh, immer ganz anders, ne? Gewesen. Also wir kriegen jetzt die zweite Seele schon direkt im dritten Kapitel. Noch einzeln. Jack, nehmen ihn. Wir werden versuchen, den Gefangenen zu befreien. Gut. Auf geht's. Toll, wir haben den Kristall, aber können wir die Seele befreien? Ah, wir müssen noch mal nach diesem Linksmonster suchen. Warum redet er? Ich glaube, er redet von dem Seelenturm. Ja, genau, Seelenturm. Hm. Und wo können wir ihn finden? Aber er müsste hier irgendwo sein. Sehen wir in diesem Raum nach. Ja, einfach einen Raum weiter, dann ist schon alles klar. Hm. Hier ist er, der Seelenturm. Hm. Er hat ihn benutzt, um mich zu befreien, möchte ich. Ah, genau. Hm, Jack, benutze den neuen Kristall. Wir müssen die Seele befreien. Darin eingeschossen. Befreien wir den Gefangenen. Toll, es klappt. Na, ah, wer ist das jetzt?
Das ist auf jeden Fall ein Junge. Verstecken bringt nichts. Jimmy, nein, nein, lass mich los. Noch eine Sekunde. Lass mich gehen. Erbärmliches Kind. Okay. Interessant. Das war auf jeden Fall ein Kind. Zweite Seele, Jimmy. Oh, wo bin ich? Was ist passiert? Du hast mich gerettet. Ich danke dir. Ich bin Jimmy. Gute Arbeit, Jack. Die Seele ist gerettet. Wir müssen weitermachen und die anderen finden. Ah, du hast recht. Los geht's. Ja, auf geht's. 37 Mal gestorben. Oh, krass. Die Bibliothek erwartet uns dann beim nächsten Mal. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur nicht mehr, was ihr bleibt. Wird im Schild. Und.